So, hallo zusammen. Ich möchte euch heute mal demonstrieren, wie es klingt, wenn es gewittert und dadurch Störungen im Rundfunkgerät auftreten. Also, heute ist der Stellscharfkamera. Heute ist der 23. Mai. Wir haben es 19:41 Uhr. Und es ist wieder ausgegangen, jawohl. Also, ich habe hier meine schöne App, also nicht meine schöne App, eine schöne App, und zwar Blitzortung. Gewittermonitor wird gespeist durch blitzortung.org, eine sehr empfehlenswerte Website. Vielen Funkinteressierten bestimmt bekannt. Und die zeigt mir an, dass es ganz schön heftig gewittert. Jawohl, ich hätte eigentlich gehofft, dass es im Raum Chemnitz, wo ich wohne, Raum Chemnitz, Leipzig, Zwickau, dort in der Gegend, dass es dort ein bisschen gewittert. Ein bisschen wohlgemerkt, was war auch angesagt, um meinen Blitzdetektor hier an anderer Stelle schon gezeigt. Allerdings noch nicht näher erklärt. Im Wumpus Gollum Forum kann man die Entstehungsgeschichte weiter verfolgen. Ich setze einen Link in die Beschreibung. Ja, um diesen Blitzdetektor ein bisschen zu testen und zu optimieren und so weiter und so fort. Und ich bin allerdings jetzt froh, dass es nicht so gekommen ist, weil man kann ja hier sehen, eine große, herrliche Gewitterfront. Von der Ostseeküste bis runter nach Graz. Jawohl. Also bis Brünn und dann hier unten in Graz geht es auch nochmal weiter. Jawohl. Das wäre halt ein bisschen heftig. Also ich habe hier das 25, ups, Kilometer Raster gewählt. Und da kann man dann hier. Oh, der mit dem wieder Vogel. Was? Ja, da kann man dann hier sehen, dass wir hier uns in der Größenordnung von über 1000 Blitzen hier an der deutsch-polnischen Grenze bewegen, Frankfurt Oder. Dort daneben sind 1624 Blitze und so weiter und so fort. Ja, also bin ich relativ froh. Ja gut, jetzt nicht so viel rundherum geredet. Zeige ich doch mal, wie das hier am lebenden Objekt klingt. Also ich habe meinen wunderschönen Stern Dynamic 2030. Nebenbei, ich habe leider kein Stativ hier. Deshalb wackelt es alles ein bisschen. Ja, mein Sterndynamik 2030 von RFT, letztens auf dem Flohmarkt erworben. Und also ich bin relativ zufrieden mit dem Gerät. Ist ein sehr guter Empfänger, auch gerade auf Lang- und Mittelwelle. Kurzwelle ist auch sehr schön. Ich habe heute ein paar Schwarzfunker erwischt damit auf, im 49 Meter Band. Jawohl. Und ja, also, wie man es hier schon hört. Das Knistern, das kommt vom Gewitter. Ja, das Knistern ist ja sogar schon nebenan am Empfänger. Sollte es ja eigentlich nicht. Noch nicht zumindest. Egal. Also, das ist Knistern und das ist eben von besagtem Gewitter an der deutsch-polnischen Grenze. Gut, ja, das war's eigentlich schon. Das kann man hier auf Mittelwelle hören. Das kann man auf Langwelle hören. Na gut. Bisschen höher kurbeln. Man kann es auf allen Wellenbereichen hören, auch auf Kurzwelle. Gut, ja, das war jetzt schon genug gezeigt. Ja, das schwenken wir nochmal rüber zum MS-225W. Der komischerweise mit Knistern anfängt. Warum auch immer. Wir sind jetzt hier auf Mittelwelle. Ich glaube schon, dass die westlichen Medien dann angefangen haben. Ich weiß nicht, was das hier für Störungen sind, aber gut. Also hier kann man die Störungen auch empfangen von dem Gewitter. Erstmal Verwirrung. Das sei eine Zahl. Auf Kurzwelle, ich muss da ein bisschen mehr hören.
Ja, ein bisschen knistern hört man es. Allerdings ist es in einem Kofferradio. Das ist empfangsstärker, da kann man das besser hören. Nun gut. Ja, das war's eigentlich jetzt hier zum Thema Gewitterstörungen und so weiter und so fort. Hier ist mein kleiner Obstgarten. Mit Pfefferminze, die irgendwie nicht wachsen will. Nochmal Pfefferminze, die auch nicht wachsen will. Und echter Kamille, die wächst. Dann haben wir hier, es sollte eigentlich mal Klee werden. Da habe ich ein bisschen viel reingeschüttet und irgendwie fängt es an zu schimmeln. Das schmeiße ich nachher gleich weg. Und dann haben wir hier noch irgendwie auch Klee. Mal schauen, ob das was wird. Gut, dann habe ich hier noch meine schöne Dekorationsleuchte, aber das ist ja jetzt egal. Das ist ja jetzt nicht Thema des Videos. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen und so weiter und so fort würde ich mich freuen, wenn ihr eine Nachricht sendet oder einen Kommentar da lasst. Einen Daumen nach oben ist auch nicht verkehrt. Oder auch abonnieren. Gut. Tschüss und ein schönes Wochenende noch.